Also ich habe keine Vermutung, wie ich darauf komme. Aber irgendwie glaube ich, dass Robin jeden dritten Spieltag fehlen wird. Aber welchen Spieltag haben wir nochmal? Scheiße. Und Finde ich witzig. damit hallo und herzlich willkommen zu dem sechsten Spieltag der TPL. Alleine. Wie man es vielleicht im Pre-Intro mitbekommen hat. Hehe. Wir kommen einfach direkt zur Sache. Ich habe keinen Bock, lange rumzulabern. Wir kommen erstmal wieder zu unserem schönen Team Greninja, was ihr wieder hier seht. Unsere 12 Kinder, unsere 11 Kinder und Rihonyo, wie Robin es sagen würde. Wir haben letzten Spieltag 5-0 gewonnen. Und unser Ziel war es eigentlich, mit der Einstellung vom letzten Mal weiterzumachen. Halt, dass wir halt sagen, okay, wir konzentrieren uns, machen weiter und gehen voll rein. Allein beim Teambuilding haben wir schon gemerkt, das wird nichts, aber wir haben uns trotzdem versucht, Mühe zu geben. Und deswegen kommen wir jetzt direkt mal zu unserem Gegnerteam, welches das Team Holy Heliolix von Supi und ich bin doof ist. Ja, wahrscheinlich seht ihr es jetzt schon hier eingeblendet. Wir haben einmal ein Togekiss, auf das ich absolut keine Lust hatte, weil ich mir nur dachte, wenn es einmal schneller ist und irgendwie ein Flinch-Set oder sowas gespielt wird, dann sind wir. Ja, also ich wollte gar nicht drüber nachdenken, wie wenig Lust ich auf dieses Ding hatte. Auch klar war uns, ja, mit Bumblebee wird es diesen Spieltag schwer. Wir haben da zwei Steel-Types, die uns wegböllern. Was wir halt nicht tun. Dann hatten wir Apokalypt, mit dem wir halt auch schon, also wir hatten keine Ahnung, was wir machen sollten. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was wir wirklich machen sollten. Apokalypt war so ein fetter Dorn im Auge. Libeltra ging eigentlich. Hatten wir, glaube ich, ein paar Sachen, die wir machen hätten können. War jetzt gerade kein, also ich fand, es ist kein so großer Threat gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei Robin ist. Könnte er ja mal sagen. Ach, warte, er ist nicht da. Monte Carlo war uns eigentlich bewusst, dass es mitkommt. Wir haben einfach die Feuerschwächen, ne? Deswegen war uns eigentlich klar, ja, okay, eigentlich ist so ein Feuermon gegen uns eigentlich Pflicht. Was dafür eigentlich nicht gegen uns Pflicht ist, ist halt, das, ich glaube, Giflor, Duflor, was weiß ich. Das Pflanzenviech da, im B in der Mitte. Da dachte ich, habe mich auch. Wir haben uns auch überhaupt nicht dagegen geprempt. Wir dachten uns einfach nur so, ja, okay, es kommt nicht mit. Dann das Elektro. Ich kann jetzt schon sagen, wir haben uns einfach zu wenig dagegen geprempt. War eigentlich klar, dass es mitkommen hätte können. Aber wir waren einfach nicht drauf vorbereitet und haben einfach es ausgeblendet, weil wir einfach im Kopf hatten: Pogekiss, Cesurio, Cobalium, Apokalypt. Dann Hornweiße, Glaceola und Lippomentas. Wir sind halt, wenn, davon ausgekommen, dass vielleicht Lippomentas mitkommt. Aber dachten halt jetzt von denen halt, anstatt Lippomentas sehen wir auch Libeltra zum Beispiel mehr, weil wir mehr die Offensive sehen. Und dann zum Schluss Pokusan als Giga. Es war einfach scary, okay? Und wir haben jetzt zwei Spieltage Pokusan als Gegner gehabt und zwei Spieltage nicht dagegen gespielt, weil jetzt müsstet ihr das Team vom Gegner sehen. Wir haben Monte Carlo, Libeltra, Apokalypt, Electro, Togekiss und Cobalion. Wir sind froh gewesen, dass nicht zwei Steel-Types mitkamen. Aber auch irgendwie sad, weil, ja, so ist es halt besser. Also, wir hätten uns auch vorstellen können, dass sie vielleicht zwei Steel-Types mitnehmen, aber ja. Dann kommen wir zu den Sets. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, deswegen gucken wir einfach. Ah ne, warte, wir können nicht nachgucken. Ich muss jetzt, glaube ich, versuchen, ein bisschen aus dem Kopf zu reden. Wir fangen links an. Wir haben einmal unser Cramor, welches nicht Iron Defense ist. Nein, wir haben es diesmal auf einem Roost, Body Pressed Iron Head Bulk Upset belassen. Mit einer Beere, die uns, glaube ich. Oh, wie war das nochmal? Auf jeden Fall mit der Beere kriegen wir noch Spätzdef dazu, weil wir in einem Normal Def Kramer sind. Ja, wie gesagt, wir haben halt gedacht, okay, anstatt einfach Defense hoch zu pushen, pushen wir lieber beides gleichmäßig. Hat dann in unseren Köpfen gut Sinn ergeben, weil wir uns dachten, okay, vielleicht brauchen wir auch mal jetzt was anderes als den Fighting-Type-Move diesen Spieltag. Das Haunter war
diesmal nicht Scarf, sondern wir haben es Black Sludge gespielt. Zusammen mit Nightshade, Trick, Will-O-Wisp und Trick, glaube ich, oder irgendwie, also ein vierter Move. Ich weiß gerade nicht genau, welcher das war. Dann haben wir unser Rihonya. Rihonya haben wir mit Weakness Policy gespielt. Bedeutet, wenn wir einmal von einer sehr effektiven Attacke getroffen werden, kriegen wir plus 2 Angriff und Spätz-Attack. Dazu dann noch einmal die Rock Polish als Angriff. Earthquake, also Rock Polish haben wir halt genommen, damit wir halt, wenn wir einmal Rock Polish drücken, sind wir schneller als das ganze Team, außer irgendeiner hat einen Scarf, welcher schneller ist. Also wir sind damit schneller als ein Electro, wenn wir Rock Polish drücken. Und dann haben wir halt Earthquake, Stone Edge und Ice Punch mitgenommen. Einfach nur, weil wir dachten, Ice Punch ist das Beste, einfach weil es gut gegen Togekiss trifft und gegen die Wetter. Dann haben wir Sneeble mitgehabt. Sneeble war einfach ein Lob Band, eins von beiden. Ich überlege gerade, was es war. Oh Gott, welches Item hatte das Ding nochmal? Auf jeden Fall, ich glaube, ich blend euch einfach das Item jetzt hier mal ein. Bin mir nicht ganz sicher. Oh mein Gott! Wow! Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das Nebel gespielt hatten. Ich glaube, da war... Was war das nochmal? Aber wisst ihr was? Ich blende euch das Set auch dazu ein. Ich bin jetzt gerade ein bisschen faul. Ich gucke später nach. Ich habe jetzt vorher vergessen nachzugucken. Lapras war ein spezielles diesmal. Mit Freeze Dry, Hydro Pump, Thunderbolt und Body Press, einfach weil wir halt defensiv waren. Und ja, dann noch das Rotom, welches wir tatsächlich defensiv gespielt haben, also nicht defensiv gespielt haben, sondern eigentlich recht so ein Mittelding aus beiden. Mit Heavy Duty Boots, Bolt Switch, Thunderbolt, Overheat und Nasty Plot. Wir haben ein Nasty Plot Set gespielt, weil wir uns dachten, ja, das könnte gut reinhauen. Ich rede nicht weiter lang rum. Wir sehen ja erstens jetzt, was Sneeble so kann. Aber ich glaube, wie ich mich erinnere, haben wir mit unserem tollen diese geleadet und sind direkt raus auf Rihonya gegangen, weil wir sagten, nein. Stone Edge kam. Stone Edge hat 13% gemacht. Damit wussten wir, dass dieses Monte Carlo, also dadurch wussten wir ein paar Sachen über das Monte Carlo. Ich habe jetzt nicht ganz die Kalk im Kopf, weil der Kampf war gestern. Und ich habe den Kampf nur noch flüchtig im Kopf. Ich weiß jetzt nur ungefähr, was wir gemacht haben. Aber wir hatten halt zu dem Zeitpunkt ein paar Infos zumindest schon über das Monte Carlo durch den Damage. Ich glaube, das war ein wenig Attack Invest, aber ich bin mir nicht sicher. Jellicent kam rein. Wir haben Rock Polish gedrückt, weil ich einfach voreilig war. Ich habe in diesem Spieltag sehr viele Misplays gemacht, kann ich jetzt schon sagen. Und sind dann halt direkt raus auf Lapras, weil wir uns Lapras als beste Alternative fanden. Es kam der Will-O-Wisp, damit war unser Body Press schon mal useless. Dann kam das Cobalion rein, die haben glaube ich jetzt noch nicht gegigert, oder? Wir haben einfach normal Freeze-Ray gedrückt, weil wir es safer fanden. Dann sind wir in Giga gegangen und haben, glaube ich, den Aurora Veil rausgeholt mit dem G-Max Resonance. Ja, gegen Aquacolib. Aquacolib ist jetzt gegen uns drin. Wir sind halt burned, das ist halt mies. Dann kommt der Max Lightning, der sehr, sehr wenig Damage macht. Trend Snap Stored ist halt wieder hoch. Wir versuchen nochmal mit Rex Resonance, weil wir dachten, vielleicht switch es raus, weil wir jetzt mehr Damage machen. War halt dann mies jetzt, weil es halt drin geblieben ist. Ja, mit Lapras sind wir dann erstmal rausgegangen und dachten halt, okay, vielleicht drückt es jetzt einen Wasser-Type, Water-Type-Move, den wir vielleicht tanken durch einen Aurora Veil. Kam sogar der Grass-Move. Nochmal für uns auch okay. Auf jeden Fall, das Ding ist full. Wir sind auf plus 2. Und jetzt war so eine Kalk-Sache. Wir wussten, wenn das Ding für Steph auch teils ist, killen wir es eigentlich nicht. Wir haben aber eigentlich gehofft, war durch den Damage von Lapras und so, dass wir killen müssten. Deswegen hat es auch geklappt, glücklicherweise. Wir haben das Ding gekillt. Und es kam Cobalion rein und hat unser Dings rausgenommen. Ja, okay. Ich glaube, wir waren einfach. Also, ich weiß noch, dass, glaube ich, eine. Ich weiß nicht, wie sie das Cobalion gespielt haben. Wenn es sowas war mit wie Expert Belt, was ich nicht vermute. Ich glaube, wir sind nämlich, das ist Scarf drauf.
da wir glauben, dass ein Scarf drauf ist, also das ist also zumindest jetzt im Nachhinein, dort wussten wir es noch nicht. Und ja, deswegen haben wir halt gedacht, okay, der Damage hätte bei einem normalen, was halt Jolly ist, weil ohne Jolly manche Monsters nicht outspeedet, würde es nur zu einer 75% Chance gehen. Deswegen war für uns alles legit, wir sind einfach die Chance eingegangen diesmal. Wir waren wieder zu greedy einfach. Ich glaube, das ist das, was ich mir denke. Und dann kam halt Lapras rein. Wir sind direkt, weil das war ein Missplay kurz. Eigentlich, was sich da später herausgestellt hatte, was nicht mal so ein krasser Missplay war. Weil wir sind in Lapras reingegangen, haben damit halt den Close Combat gebaitet halbwegs und sind dann in Haunter gegangen. Wir wussten halt nicht, dass sie Scarf waren. Die hätten wahrscheinlich sowieso Close Combat gedrückt. Oder wären rausgegangen, deswegen Close Combat war drin, Immunität war da und wir sind dann erstmal auf Will-O-Wisp gegangen und ja. Das Monte Cabo. Ah. Wäre das nicht reingekommen, hätten wir jetzt einen Mon ein bisschen nerven können, aber sad, sad. Es kam rein, wir haben Trick gedrückt, wollten halt dann wenigstens das Ding rein haben. Und ich habe mich verkalkt. Hab falsch gekalkt. Ging von dem Stone Edge aus, warum auch immer. Der Flare Blitz macht natürlich mehr Damage und killt uns. So, die kriegen jetzt halt ründlichen 8 Schaden. Beziehungsweise noch den Knockback vom Flare Blitz. Und wir kommen mit Lapras rein. Dann kam Kobalion. Wir haben einfach weiter Surf gedrückt, weil es gut Damage gemacht hat, auch gegen Kobalion. Dann kam der Vote Switch wieder und wir sind, glaube ich, auf Surf wieder gegangen. Ja, das macht kaum was gegen Togekiss. Was okay ist so, ne? Der Wish kam, Freeze Strike kam, hat auch sehr wenig gemacht. Das Ding ist wieder full, basically. Sind deswegen aufs Nibel gegangen, weil wir uns dachten, die drücken Protect. War halt ein guter Predict von uns auf der Seite. Die haben nochmal Protect gedrückt, wo ich mir dachte, aua. Stimmt, wenn es misst, kann es direkt treffen. Wir haben mit Icicle Crash gedrückt und sind dann danach auf nochmal Icicle Crash gegangen, weil wir halt dachten, vielleicht bleibt es drin oder sowas oder irgendwie. Ich weiß nicht, warum wir Icicle Crash gedrückt haben. Kann auch sein, dass es wegen unserem Item war. Ich weiß ja nicht mehr genau, was es war. Sind dann auf Lapras raus, haben das gesackt, weil wir einen Safe switchen wollten. Sind dann, glaube ich, auf Ramor, ja. Mit dem haben wir erstmal einen Vault Switch gefressen, sind dann auf Ruhig abgegangen, haben erstens dadurch noch die Spätstef bekommen. Und waren jetzt gegen das Ding drinne. So, wir wären tot gewesen. Und da haben wir realisiert, okay, das Scheiße, das Ding ist banded. Das Ding ist banded. Und das hat uns Angst gemacht, weil... Aua. Das macht viel, obwohl wir plus 1 Death sind. Und dann kam noch die Para dazu. Wir haben geroostet, der kam noch durch. Weil wir einfach gucken wollten, wie viel Damage das macht. Dann kamen wir halt in Rotom rein. Haben halt gedacht, der Thunderfang dürfte nicht zu viel machen. Sind dann auf Nasty Plot gegangen. Und daraufhin auf einen Thunderbolt, der das Monte Carlo rausnimmt. Da war jetzt die Sache, wenn wir auf Overheat gehen, hier müssten wir einfach auf Overheat gehen und hoffen, dass es gut Damage macht. Die sind halt schneller, Stone Edge tanken wir. Overheat macht halt 66%, macht halt nicht krass viel. Wir sind halt weiterhin auf den Overheat gegangen, weil wir erstens wieder greedy waren, zweitens nichts in Stone Edge reinwechseln wollten. Korf kam rein. Und und es kam das Bolthund, wir haben Body Press gedrückt, was halt okay Damage macht. Thunderfang killt uns dann halt. Nibel kam rein und Thunderfang killt auch das. Und wir verlieren 4-0. Ja. So viel zu, wir wollen dort weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Keine Ahnung, dieser Spieltag war für mich einfach so... Ich weiß nicht warum, aber der kam für mich, ich finde erstens, wir waren zu locker. Was aber uns... gut getan hat, weil ich und Robin waren nach den meisten Niederlagen von uns sehr, sehr frustriert meistens. Doch dieser Spieltag diesmal fanden wir persönlich, hat uns verdammte Scheiße Spaß gemacht. Einfach weil auch, glaube ich, wenig Hacks passiert sind. Okay, der eine, die Paare hätte nicht gemeddert so, aber come on, es war ein guter Spieltag, die haben sich gut gepreppt, wir haben halt ein bisschen doof gespielt. Vielleicht auch nicht perfekt gepreppt und so. Aber insgesamt fand ich einfach, der Spieltag hat übel Spaß gemacht. GG an Supi, GG an ich bin doof. Ich bin auch doof. Übrigens. Und, ja. Mehr kann ich halt nicht dazu sagen. Die beiden haben
sehr, sehr gut gespielt. Sehr, sehr solide gespielt. Und sie haben sich den Sieg reichlich verdient, so. Nächsten Spieltag bin ich hoffentlich nicht mehr im Video alleine. Nächster Spieltag wird aber ein bisschen stressig, kann ich schon mal sagen, weil ich schon ein bisschen geschrieben habe mit unseren Gegnern. Das wären übrigens Tayati und Zatu, welche auch Videos machen. Bei denen könnt ihr auch deren sechsten Spieltag abchecken. Den siebten seht ihr dann auf beiden Kanälen. Dann würde ich sagen auch, schaut bei allen anderen vorbei, nicht nur bei den beiden, die YouTube machen. Super gute Videos, super gute Grafiken, zum Beispiel auch bei Pion Dragic. Oder auch zum Beispiel insgesamt gute Videos bei den Lazys, die machen auch super guten Stuff. Dann könnt ihr auch bei Robin vorbeigucken, der keine Videos macht. Geil, oder? Könnt ihr auch theoretisch noch bei mir auf Twitch vorbeischauen, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht. Es gibt theoretisch jeden Freitag einen Livestream. Diese Woche jetzt nicht, weil erstens, wir haben recht spät gekämpft. Ich nehme es jetzt am Sonntag auf und am gestern Abend, also am Freitagabend, haben wir halt gekämpft recht spät. Und nach dem Kampf wollte ich mich halt eher ausruhen, als wie die letzten Male, wo wir am Freitag gekämpft haben, direkt danach anfangen zu streamen. Erstens hatte ich dazu keine Ahnung, was ich machen soll. Zweitens hatte ich halt nicht so die Motivation. Nächste Woche wird es wieder einen Stream geben. Das glaube ich zumindest. Ich hoffe es sehr. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschüss.